obwohl es sehr klein dargestellt hier, das Kästchen. Ich denke mal, die liegen wirklich noch hinter uns. Ist schwer. Zieh um! Denke mal, das wird nicht wirklich nicht gelten, ja? Oh. Na gut, da gehen wir mal hinter uns gucken, was da los ist an Kästchen. Lenkrad hätte ich da, ich kann es ja mal mit Lenkrad spielen. Wieso bin ich jetzt schon wieder so langsam, ey? Ah, jetzt checke ich die Anzeige da unten. Wenn ich mit X mache, geht der untere Ball rüber. Wenn ich damit lenke, geht der Kreis rüber. Okay, cool. Ah, da haben wir es doch. Maximal 30 Euro? Okay. Ich dachte, die kosten sonst was für Heidengeld. Gerade so die. Wieso ist denn der Kreis jetzt da? Das kann es auch noch nicht sein. Ach, Leute. Ich bin gerade wirklich hart überfordert hier. Ich dachte, weil Lenkräder ja auch so schweineteuer sind. Ja, aber das ist ja, ich meine, im Endeffekt, also wie gesagt, ich bin da einfach nur, ich habe da mich mit noch nie auseinandergesetzt, weil ich wollte hier einfach bloß mal jokehalber erstmal in die Simulation reingucken und in den Microsoft Flight Simulator auch nochmal mit reingucken, bloß mal so spaßeshalber erstmal. Deswegen habe ich mich damit noch nie auseinandergesetzt, aber ich bin halt davon ausgegangen, weil Lenkräder, da ist der auch ganz fix. Im smarten dreistelligen Bereich. Da dachte ich mir, Joystick. Also für Flugsimulation. Dass sich das im ähnlichen Bereich bewegt. Ach du Scheiße, ich bin schon wieder in der Wolke. Oh. 1500. Genau das meinte ich. Aber das ist ja dann wirklich pro Werkzeug. Aber über so ein Stick für 30 Euro, da kann man ja dicke mal drüber nachdenken. Das würde mehr Sinn machen, wa? Ist das dann so ein großer Unterschied? Wo ist denn jetzt das scheiß nächste Tor hin? Weil dann würden wir das gleich abbrechen und ich würde mal sehen, dass ich eventuell bis nächste Woche oder in 2 Wochen irgendwann habe ich ja demnächst auch mal Urlaub. Dann könnte man das mal ein bisschen gediegener in Angriff nehmen. Wo ist denn jetzt das nächste Tor hin? Ich fliege doch hier schon stundenlang im Kreis. Vergiss nicht zu spät. X-te Final. Hi, moin moin. Nicht zu speichern, vergiss nicht zu speichern, das bezog sich noch auf Battle Brothers. Das kann man dann ganz schnell verreißen, wenn man da mal vergisst zu speichern.
Das sieht schon schick aus da unten. Gefällt mir. Als man näher ranfliegen. Ach, dort hinten haben wir sie ja wieder. Okay. Und ich denke mal, wenn es schon ein bisschen höherwertiger der Joystick ist, da kann ich mir hier die ganzen Sachen. Auf irgendwelche Knöpfe legen und braucht mir hier eine 150 Tastenkombination zu merken. Och, ich bin schon wieder in der Wolke. Ich glaube, da würde ich mich mal eher mal demnächst erstmal damit befassen, dass wir uns hier einen Joystick holen. Mit Joystick? Nein, mit Maus und Tastatur. Okay. Naja, siehst du, es gibt für alles ein erstes Mal. Tofino, in was hast du mich hier reingeritten, indem du mir das Spiel empfohlen hast? So ganz ohne Joystick. Das werde ich dir nie verzeihen. Ich habe doch gerade das Viereck gesehen. Wo ist denn das jetzt schon wieder hin? Hm? Ach da. Nee, das schaffen wir nicht mehr. Da ist unser Flugradius zu gering, oder? Ist das das überhaupt, wo ich hin muss? Oh. Oh, 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 oh. Ich habe ja noch eine Höhe. Wir haben ja noch Spiel nach unten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es fängt an zu zittern. Das ist das Flugzeug, das bin ich. Ich glaube, es gerät wieder außer Kontrolle. Es entwickelt wieder sein Eigenleben. Ich müsste mal wieder ein bisschen weiter runter, wa? Ach du Scheiße, warum bin ich so schnell? Warum bin ich so fucking schnell? Ja, ja, gute Frau, ich verstehe dich. Ich verstehe die Problematik. Ja, 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 wir haben es gerettet. Wir haben es gerettet, gute Frau. Du brauchst dich nicht mehr zu echauffieren. Alles ist in Ordnung. So. Eigentlich nicht, nee. Ich tue hier immer mit Bild ab und Bild hoch immer so ein bisschen versuchen zu korrigieren. Aber jetzt sehe ich mal wieder unsere Ecke nicht, wo wir hin müssen. Warum bin ich denn? Hallo? Das ist nur schon wieder. Ich hab doch beschleunigt Bild hoch. Hallo, ich drück Bild hoch die ganze Zeit. Ich check's nicht. Ich...
Nee. Ich glaube, das lassen wir vor heute, wa? Ja, ich will es wirklich beenden. Ich war eigentlich noch gar nicht allzu lange am Fliegen. Jetzt muss ich erstmal kurz hoch. So kann ich hier nicht hochscrollen. Da. Wo ist jetzt hier gewesen mit. Joystick. Speedlink Phantom Hawk. Erstmal notieren. Speedlink Phantom Hawk. Und von dem werde ich ja dann garantiert noch so auf andere Produkte derselben Art stoßen. So, aber ich würde sagen, wollen wir gleich mal ein bisschen Horror-Games spielen, bevor ich hier einen Anfall kriege. So, dann machen wir das noch eine Runde. Aber das behalten wir uns mal im Hinterkopf. Ich denke mal, der Flight Simulator von Microsoft dürfte dann vielleicht nicht ganz so schlimm sein, oder? Das wird das mit Maus und Tastatur irgendwie mal morgen oder so getestet kriegen. Ist wesentlich einfacher. Oh mein Gott, so ein langer Link. Sei froh, dass der nicht rausgeschmissen wurde. Geht auch mit Gamepad super. Oh, cool. Okay. Ja, alles gut. Mich hat es bloß gewundert, dass mein Bot den nicht rausgeschmissen hat. Aber ich glaube, dem Bot habe ich mal alles gesagt. Lass alles zu, Hauptsache. Weil der ist mal einen Abend komplett eskaliert und da. So. Warte, Optionen. Untertitel an, Untertitelsprache Deutsch. Man das ja eigentlich ein bisschen höher stellen. So, okay. Ich bin gespannt, was uns hier jetzt erwartet. Du geh doch mal einer ran da. Als ich irgendwo im Weg bin und woanders hin soll von der Cam her, sag doch mir bitte. どこだ？ホテル？